herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berücksichtigen die Präzession, berechnen ihren Horoskopen anderes. Also nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen. Es ist anderes als in westlichen Astrologie. Liebe Naraisa, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was du siehst, ist ein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in einem Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Und das ist einzigartig wie ein Fingerabdruck, das zeigt dein Seelenplan. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche für dich. Das sind die Werte, Wertschätzung, Finanzen. Das ist das Lernen, Austausch, Informationen, Medien und dich behaupten bei Konkurrenten oder Verwandten. Dann ist wichtig die Wohnsituation und du brauchst eine Basis in dein Leben. Wichtig ist auch die Liebe, Partnerschaft, dann auch das Loslassen und um die Finanzen kümmern, vielleicht eine erbschaftliche Situation. Dann ist wichtig die Freundschaften und deine Wünsche. Also ein Geburtshoroskop bleibt, da ändert sich nichts, was sich aber ändert, das bist du. Weil du bewegst dich im Leben, kommen Veränderungen und das erlebst du in 7 Jahren Perioden und du befindest dich gerade im Wassermann-Periode. Und das prägt, das sind die wichtigsten Themen, das sind die Einflüsse von außen. Du nimmst viele Dinge mit Leichtigkeit wahr, hast du tolle Ideen, du verwirklichst auch deine Ideen, dann hast du außergewöhnliche Kontakte, Lebensumstände. Manchmal kommt das plötzlich unerwartet. Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Bei dieser Art von Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, weil das macht eigentlich gar nicht die Sonne, sondern das macht unseren Planet Erde. Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht. Ich starte April 2019 mit Pluto. Pluto ist der letzte Planet unserem Sonnensystem. Pluto befindet sich im Schütze und aktiviert Themen Kindheit, inneren Kind, deine schöpferische Kraft und Lebensfreude. Pluto zeigt, das soll jetzt die Zentrum sein. Konzentriere auf diese Thematik und verabschiede von alles, was dabei dich stört, dein Leben so zum Verwirklichen. Neptun bewegt sich im Wassermann und Neptun zeigt hier in diesem Lebensbereich, wo das um Liebe, Partnerschaft geht, lebt dein Traum. Du brauchst davon eine Vision. Glaub daran. Glaub an diese Bilder. Du brauchst diese Vorstellungskraft, aber auch das Vertrauen und Glauben daran. Und Glauben versetzt Berge. Und solange bis Neptun hier bewegt, hast du diese Zeitqualität, deine Träume zum Leben. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus bewegt sich nach indischer Berechnung im Widder. Und hier hast du die Veränderungen, Ausland, Auslandskontakte oder eine höhere Bildung oder Spiritualität. Saturn bringt etwas in Form, aktiviert auch karmische Themen, lenkt die Schicksale. Saturn ist auch hier im 5. Lebensbereich. Ketu auch.
Keto ist die absteigende Mondknoten, dieser Drachenkörper, und aktiviert karmischen Themen, hat mit Vergangenheit was zu tun. Keto ist ganzes Jahr und auch 2020 bewegt sich hier im Schütze. Keto ist kein Himmelskörper, sondern ein Schnittpunkt im Himmel. Und Rahu, die aufsteigende Mondknoten, ist in den Zwillingen. Und hier in diesem Bereich hast du gerade die Richtung, was deine Seele sucht, wo hier karmische Themen hast, und lernst du etwas dieses Jahr und auch noch nächstes Jahr, wird hier aktiviert die Zwillinge, also diese höheren Bewusstsein, aber auch deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften. In diese Richtung geht jetzt die karmische Reise. Jupiter befindet sich auch im Schütze. Jupiter vermehrt etwas oder bringt auch Glück. Wenn du Kinderwunsch hast, dann wäre das bei diesem Jupiter-Einfluss auch möglich für eine Schwangerschaft. Mars befindet sich im Stier, hier oben, und das kann bedeuten, dass du deine ganze Kraft dich einsetzt für deine Ziele, Zielerreichung oder für deine Berufung, oder du wehrst dich, damit du Anerkennung bekommst. Kann aber auch bedeuten, dass du im beruflichen Umfeld Kontakt hast mit einer männlichen Person. Venus ist die Liebesplanet, die weibliche Energie zeigt uns als Frau, aber bei dieser Bewegung, was man Transit nennt, kann auch bedeuten, dass du Kontakt hast mit einer Frau oder hast du Themen, etwas zu verschönern oder in Harmonie zu bringen oder Kunst, Kreativität. Venus bewegt sich im Wassermann. Also das heißt, die Liebesenergie ist gerade hier im Bereich Liebe, Partnerschaft. Merkur hat einen Bezug zum Kinder und Jugend. Schenkt uns auch jugendliche, frische jugendliche Ausstrahlung. Merkur steht in Verbindung zu Handlungen, der Planet der Kaufleute, auch die Planet der Diebe. Und Merkur, bei Merkur-Einfluss ist es möglich, dass wir Termine bekommen oder einen Vertrag müssen wir unterschreiben oder wir müssen handeln oder handelt sich um Lernen, Wissen aneignen und vermitteln, das ist auch dieses praktische Wissen und auch Kommunikation. Merkur ist im Wassermann. Und das bedeutet eine Nachricht von jemandem und das hat mit deinem Liebesleben was zu tun. Und Sonne ist im Fische, das heißt, die Monatsthema ist hier entweder Erbschaft oder amtlichen Terminen bezüglich Finanzen oder Erneuerungsprozesse, eine Wandlung. Das sind die alchemistischen Prozesse, so wie die alten Alchemisten versucht haben, auch getan, die Metalle zu veredeln. Das Ziel war, Gold zu gewinnen. Genau dieser Prozess spielt sich ab in unserem Charakterzüge, unserem Gefühlszustand. Das Transformieren, ein edlen Mensch zu sein, das zu veredeln. Und ich nenne das auch als alchemistischen Prozesse. Und das ist jetzt hier auch die Monatsthema, auch Fragestellen, wovon soll ich verabschieden? Wir brauchen nicht immer alles festzuhalten. Rückläufigkeit bedeutet, dass das gebremst ist, hat aber einen Sinn, weil das zeigt, nicht so stürmisch, langsam. Oder wir sollen etwas noch überlegen, vielleicht ist das gar nicht die richtige Entscheidung. Oder wir sollen noch etwas überprüfen. Rückläufigkeit hat oft auch mit Themen was zu tun, was mit der Vergangenheit oder mit karmischen Themen was zu tun. Vergangenheit und Karma. 25. April ist
Pluto rückläufig und zeigt, überlegen, was war in Vergangenheit, was möchtest du befestigen, bewahren, weil das wichtig ist und wovon sollst du verabschieden. 30. April wird Saturn rückläufig hier. Saturn hat einen Einfluss auf unser Schicksal und bei dieser Rückläufigkeit ist nicht der richtige Zeitpunkt, schicksalhafte Entscheidungen zu treffen. Oder haben wir Themen von Vergangenheit oder karmischen Themen. 26. April ist Halbmond im Steinbock und das passiert hier im Bereich Arbeit oder hat einen Einfluss auf Gesundheit. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung steht und das spüren wir auch. Entweder kommt Unsicherheit oder Nervosität oder jeder ist so hektisch. Also erzeugt eine gewisse Unruhe und das ist im Alltag oder in Arbeit oder bei Gesundheitszustand ist wichtig, die inneren Ruhe bewahren. Mai 2019. Jupiter ist rückläufig und kehrt zurück zum Skorpion und wirkt hier im vierten Lebensbereich. Mars bleibt im Stier, Merkur und Venus ist in Fischen. Und das kann für dich bedeuten, dass du Termine hast mit Ämtern oder hast du einen Vertrag, das kann auch Erbschaft sein. Und hier im Venus-Energie, im achten Lebensbereich heißt Erneuerung, etwas in deiner Weiblichkeit oder Thema Sexualität ist wichtig, immerhin. Das gehört auch zum achten Lebensbereich. Und Sonne ist im Widder. Monatsthema ist, wohin geht die Reise? Das kann auch die spirituelle Reise sein. 4. Mai ist Neumond im Widder. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation und das in diesem Lebensbereich nachdenklich zu sein. Wo sollst du Urlaub machen? Welche Kontakte sollst du pflegen im Ausland? Ob du noch eine höhere Bildung machen sollst? Und über Spiritualität. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das ist die Spannung, Nervosität, Krebs hier im 12. Lebensbereich, wo Rückzug bedeutet. Also halte dich zurück. 18. Mai ist Vollmond im Waage. Vollmond beleuchtet etwas. Im Waage, also beleuchtet hier die Bereich, 3. Lebensbereich. Da kommen klärende Gespräche oder da klärt sich etwas auf oder sollst du genau da hinschauen. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, wieder hier Arbeit, Alltag, Gesundheit, diese Spannung. Juni Sonne und Merkur ist im Stier. Da hast du Erfolg, machst du dich sichtbar, bist du wahrgenommen und bekommst du hier Anerkennung, Kompliment und kommen auch Gespräche auf dich zu oder Terminen kannst du etwas verbessern in deiner beruflichen Situation. Und Mars ist in Zwillingen. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt im Freundeskreis, kann auch bedeuten, dass du Hoffnungen hast und das hat mit diesem Mann was zu tun. Venus befindet sich im Widder und das kann bedeuten, dass du eine Reise schön findest. Oder hast du Kontakt zu einer Frau von Ausland oder bist du kreativ, lernst du etwas.
22. Juni wird Neptun rückläufig hier im Bereich Partnerschaft. Du hast eine Vorstellung von dem idealen Zustand, was die Liebe betrifft. Diese Rückläufigkeit kann bedeuten, dass jemand kehrt zurück von Vergangenheit oder dass du noch nicht wirklich deine Träume leben kannst, weil diese Rückläufigkeit von Neptun bremst das noch. 3. Juni ist Neumond im Stier. Neumond, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, worüber das hier im Stier, wie bekommst du Anerkennung, was sind deine Ziele, wie erreichst du deine Ziele und wo liegt deine Berufung. 10. Juni ist Halbmond im Löwe, hier ist die Unsicherheit, das trifft dich persönlich. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, beleuchtet deine Wohnsituation, da klärt sich etwas auf. Und 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Und hier hast du eine gewisse Spannung, kann auch bedeuten, dass du versuchst, etwas festzuhalten. Juni 2019 passiert etwas sehr Wichtiges. Keto, die absteigende Mondknoten hier im Schütze, hat mit Vergangenheit was zu tun, hat mit unserem früheren Leben was zu tun, haben wir hier karmische Themen. Saturn ist der Hüter der Karma und rückläufig hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Pluto ist auch rückläufig, hat auch mit Vergangenheit was zu tun. Die bilden sich eine sogenannte Konjunktion und wirken zusammen. Mit anderen Worten, Saturn und Pluto befinden sich genau in diesem Punkt und aktiviert karmische Themen und das hat mit Vergangenheit was zu tun und du erlebst das hier im 5. Lebensbereich, dein Kindheit, dein inneren Kind oder die Wunsch nach einem Kind bekommen oder karmischen Erinnerungen, was deine Kreativität betrifft und wie sollst du dein Leben gestalten, wie sollst du das alles genießen, was musst du davon verabschieden. Natürlich hat das alles mit Vergangenheit was zu tun. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema sind deine Wünsche, deine Sehnsüchte. Und das hat mit Liebe was zu tun. Das ist die Venus-Energie. Kann auch bedeuten, dass du mit einer Frau hier Freundschaft schließt oder triffst du mit einer Freundin. Und das ist sehr wichtig in diesem Monat. Mars und Merkur ist im Krebs. Das kann bedeuten, dass du in die Tiefe schaust und hast du die Erkenntnisse und Mars gibt dir die Kraft dazu, etwas untersuchen. Kann auch bedeuten, dass du kraftlos fühlst und du sollst du zurückziehen und etwas schreiben oder etwas lernen. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person seine Geheimnisse erzählt und ihr spricht miteinander, das soll aber im Geheimen bleiben. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden hinter deinen Rücken und du brauchst Kraft, dich zu wehren. 8. Juli wird Merkur rückläufig und dieser rückläufige Merkur bedeutet, wenn du Termine hast, dann kann sein, dass das zu verspätet, verschiebt sich alles. Kann auch bedeuten, dass meldet sich jemand von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen, Rückzug von Freunden oder Nachdenklichkeit, welche Wünsche hast du? 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, Spannung im 2. Lebensbereich. Entweder bekommst du zu wenig Wertschätzung oder in diesem Tag sollst du nichts kaufen, nichts investieren, keinen Vertrag unterschreiben, was mit Finanzen was zu tun.
16. Juli ist Vollmond und gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Hast du karmische Themen? Die Mondfinsternisse haben immer mit karmischen Themen. 25. Juli ist Halbmond im Fischen. Hier ist eine Spannung. Entweder ist es schwierig loslassen und versuchst eher etwas befestigen oder festhalten oder Spannung mit Ämtern. August 2019. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Und hier handelt es sich um Geheimnisse, bei Mars und Venus natürlich um die Liebe. Das ist die Liebesplanet. Und das ist die Monatsthema, eine geheime Liebe oder Geheimnisse in die Liebepartnerschaft. Und bewahre deine Geheimnisse, weil wenn du das jemand vertraust, besteht die Gefahr, dass ins Licht kommt und jemand erzählt das weiter. Merkur befindet sich in Zwillingen und das bedeutet Kontakte, Gespräche im Freundeskreis. 12. August wird Jupiter direktläufig, hier im 4. Lebensbereich, ändert sich die Richtung, bewegt sich etwas, trifft deine Wohnsituation. 12. August ist Uranus rückläufig, also wenn es um größere Veränderungen geht und hier gerade was mit Ausland und Reisen zu tun hat, dann diese Rückläufigkeit bremst das ein bisschen. Das sollst du noch mal überlegen oder etwas überprüfen. 1. August ist Neumond im Krebs und das heißt Rückzug, Meditation, Zurückhaltung. 7. August ist Halbmond im Waage. Hier hast du eine gewisse Spannung. Die Themen sind, was die dritte Lebensbereich beschreibt. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Thema Arbeit, Gesundheit wird beleuchtet und da hast du dann die Klarheit. 23. August ist Halbmond im Widder. Da ist eine gewisse Spannung, was mit Reisen was zu tun hat oder eine Prüfung, Angst zum Beispiel oder die spirituelle Richtung Unsicherheit. 30. August ist Neumond im Löwe und das trifft dich persönlich und wird von Regulus bestrahlt. Also Neumond, Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Was möchtest du persönlich erreichen? Was ist für dich persönlich wichtig? Oder was kannst du in deiner Persönlichkeit oder dein Aussehen ändern? Und Regulus bestrahlt das. Regulus ist eine von den vier königlichen Sternen. Regulus ist der Stern der Könige und Herrscher und Regulus befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe und das ist die Herz der Löwen und aktiviert Herzensangelegenheiten. Und das bezeichne ich wie eine Schatztruhe. Wir sollen das öffnen und schauen, was alles drin ist. Das ist in unserem Herzen geschrieben. All das, was wir lieben, Hobby, Berufung, Kunst, Kreativität, Sport, Bewegung, Kinder, Natur oder Liebe, Partnerschaft, das sind wichtig und das aktiviert und bei diesem Neumond da nachdenklich zu sein, das definieren. September 2019, Sonne, Mars, Venus, Merkur. Alles ist im Löwe. Das sind ganz viel Energie, was hier fließt. Und das hat einen Einfluss dann zu deiner Persönlichkeit, deiner Umgebung oder ändert sich
etwas in dein Auftreten oder bist du anderes wahrgenommen oder ändert sich etwas in dein Aussehen? 19. September wird Saturn direktläufig hier. Saturn war bis jetzt rückläufig und von 19. September ändert sich die Richtung und das zeigt eine Vorwärtsbewegung. Da bewegt sich einiges und das hat hier mit Lebensfreude, mit Kreativität was zu tun. 6. September ist Halbmond in Skorpion, Spannung. Zu Hause oder eine kleine Reparatur kann auch bedeuten, dass das außerhalb, alle sind so hektisch und nervös und du hast die Bedürfnis nach Ruhe und bleibst zu Hause und genießt du deine eigenen vier Wände. 14. September ist Vollmond im Wassermann, Thema Partnerschaft wird wichtig sein, das beleuchtet dieser Vollmond. 22. September ist Halbmond im Stier, hier oben. In dem Tag hast du das Gefühl, du bist übersehen, bekommst du zu wenig Anerkennung oder du zweifelst an deinen Zielen oder Spannung in die Arbeit. 28. September ist Neumond im Löwe. Eine gewisse Zurückhaltung ist für dich dann ein Vorteil. Oktober. Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau, aktiviert Themen wie Werte. Mars und Venus sind die zwei Liebesplaneten. Das kann bedeuten, dass du bekommst von deinem Partner Wertschätzung oder ist dir bewusst, wie wertvoll diese Begegnung, wie wertvoll diese Liebe ist. Und das ist auch die Monatsthema. Außerdem um die Finanzen kümmern. Merkur ist im Waage. Das kann bedeuten, dass du Gespräche hast mit Bekannten oder Verwandten. Kann auch bedeuten, dass du Wissen vermittelst oder lernst du etwas Neues oder Kommunikation, Informationen erhalten. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze, Halbmond im Spannung, erlebst du hier. Das kann bedeuten, dass das Erinnerungen sind von deiner Kindheit oder durch ein Kind kommt eine gewisse Spannung. Kann auch bedeuten, du möchtest das Leben genießen und das ist alles so eckig, so streng und das kannst du wirklich nicht genießen in diesem Tag. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, da beleuchtet die Themen, was sollst du loslassen oder in endlichen Themen klärt sich etwas auf. 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, das ist eine Spannung im Freundeskreis oder wenn du Hoffnungen und Wünsche hast, dann fangst anderen zum Zweifeln, mindestens in diesem Tag. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau und das bedeutet, halte die Geld zurück und kümmere um die Buchhaltung. November 2019, Mars bleibt hier noch im Jungfrau. Sonne ist im Waage, also Monatsthema ist die Kontakt zu Verwandten oder etwas lernen oder Informationen bekommen. Merkur und Venus ist im Skorpion, das hat einen Einfluss auf deine Wohnsituation. Das kann bedeuten, dass du eine Nachricht bekommst von einer Frau oder unterschreibst einen Vertrag. Venus heißt auch, du verschönerst etwas zu Hause, vielleicht kaufst etwas Neues, neue Einrichtung und da hast du einen Vertrag. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, ab 21. November wieder direktläufig, also ändert die Richtung. 28. November wird Neptun direktläufig, ändert die Richtung, kommt eine Vorwärtsbewegung in Liebe-Partnerschaft. 4. November ist Halbmond im Steinbock, Spannung in die Arbeit oder gesundheitlich wäre gut, wenn du die inneren Ruhe, inneren Gleichgewicht bewahren kannst. 12. November ist Vollmond im Widder, beleuchtet Thema Reise, Bildung, Spiritualität.
19. November ist Halbmond im Krebs. Spannung, Nervosität, besser Rückzug, in Kraft zu bleiben, die Ruhe bewahren. In Ruhe liegt die Kraft. Und 26. November ist Neumond im Waage. Halte dich zurück von Verwandten oder sag lieber nichts, schweige oder überlege, wenn es um Bildung geht, sollst du nicht erstmal das alles verinnerlichen. Dezember 2019, Jupiter übergeht in Schütze und bleibt ganzes Jahr hier im Schütze, vermehrt etwas, das kann auch Schwangerschaft bedeuten, oder bringt dir Glück und Optimismus und Lebensfreude. Mars und Merkur ist im Waage. Und das bedeutet Gespräche mit einer männlichen Person. Sonne ist im Skorpion, Monatsthema ist eine Wohnsituation. Und Venus ist im Schützen und das zeigt Kreativität, Lebensfreude. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Entweder bist du unsicher, was die Liebe betrifft oder Spannung in Partnerschaft. 12. Dezember ist Vollmond im Stier, das heißt, du bist wahrgenommen, stehst im Mittelpunkt. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe, ein gewisser unsicherer Auftreten, Unsicherheit oder Nervosität. Kann auch bedeuten, dass jemand nervt dich in diesem Tag. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Nachdenklich sein, wie gestaltest dein Leben, dein Alltag, deine Kreativität ist gefragt. Oder Nachdenklichkeit über Kinder, Kindheit. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du kraftlos fühlst und besser zu Hause bleiben, dass du wieder Kraft hast. Kann auch bedeuten, dass du einen Besuch hast von einer männlichen Person oder du setzt deine Kraft ein, änderst dich etwas in deiner Wohnung, wie zum Beispiel neue Einrichtung oder Reparaturen. Sonne, Merkur ist im Schütze. Monatsthema ist Lebensfreude, Kindheit, Kinder, Kreativität, kommen Gespräche auf dich zu und Venus ist im Steinbock und das bedeutet, du genießt den Alltag oder hast Kontakt zu einer Frau oder bist du kreativ in die Arbeit. Februar 2020. Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist Arbeit, Gesundheit und Venus, Merkur ist im Wassermann und das bedeutet, hast du Gespräche oder hast du Nachricht und wichtig ist Liebe, Partnerschaft, die Liebesplanet aktiviert auch diesen Bereich und März 2020. Pluto und Saturn übergeht in Steinbock und sie bleiben ziemlich lang hier. Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch länger. Und das sind die Themen, wie bewältigst du deinen Alltag, deine Pflichten nachgehen, deine Arbeit und auf die Gesundheit achten. Was sollst du loslassen? Das ist die Pluto-Energie. Wie sollst du das in Form bringen? Das ist die Saturn-Energie.
Merkur, Sonne ist im Wassermann. Also Monatsthema ist die Liebe, Partnerschaft. Und da kommt auch Nachricht, Gespräche auf dich zu. Mars ist im Schütze. Das kann bedeuten, dass mit einer männlichen Person du Leben genießen kannst und kommst zu diesem Lebensfreude. Venus ist im Widder. Und das kann bedeuten, dass du eine Reise schön findest oder lebst du deine Kreativität und bist aktiv in spirituelle Richtung. Liebe Naraisa, so könnte ich dein Jahreshoroskop beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.